mache meine Ausbildung bei der Acmeo GmbH als IT-Systemkaufmann und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich bin jetzt da, trägst du die Liste ein? Na klar. Danke. Der IT-Systemkaufmann oder auch Kaufmann für IT- und Systemmanagement ist die Schnittstelle zwischen Kunden und Technik. Als Fachkraft ist man Experte für die Vermarktung und das Anbieten von IT-Dienstleistungen, also Hardware, Software und Services. Darüber hinaus managt und administriert man IT-Systeme und Umgebungen. Bei Acmeo beraten und schulen wir Kunden. Wir entwickeln Marketingideen und arbeiten Angebote aus. Wir präsentieren Konzepte und rechnen Aufträge ab. Andere IT-Systemkaufleute arbeiten zum Beispiel in der Softwareberatung, bei Telekommunikationsanbietern und viele bei IT-Dienstleistern. Wer IT mag und gut sprechen kann, ist mit dieser Ausbildung ganz vorne, denn ITler sind die meistgefragtesten Experten dieser Zeit. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Ich habe vorher schon 2 Jahre lang als Techniker gearbeitet und da haben mir einfach die Zahlen gefehlt und der menschliche Kontakt. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil mir der Umgang mit Menschen sehr wichtig ist und weil ich mein Wissen in der IT verbessern möchte. Was ist deine Aufgabe hier? Ich kommuniziere auf vielen Wegen mit Systemhäusern, per Mail, per Telefon, per Webdemos und zeige ihnen unsere Lösung. Meine Aufgabe ist es, die Prozesse unserer Partner in der IT zu verbessern. Und da sind sie auch schon, Philipp und Adrian. Nein, ich sehe Adrian oder Philipp? Nur Adrian. Hallo Adrian, schön, dass du am Start bist. Magst du uns einen kleinen Einblick geben, mit welchen Themen beschäftigst du dich zurzeit vor allem? Natürlich, gerne. Wir bei der Acmeo, wir betreuen quasi Systemhäuser aktiv, dass sie quasi natürlich ihre Kunden natürlich verbessern. Die Systeme, die wir ihnen bieten, auf jegliche Art, sei es in Systemhaus-Software oder Security, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Und wir versuchen quasi Systemhäuser mit hochzuziehen, dass sie natürlich zum Beispiel Managed Service entwickeln in der Hinsicht. Was ist das? Managed Service ist eine Art quasi, wie ein Systemhaus zum Beispiel seinen Kunde, wie er quasi mit ihm arbeitet. Zum Beispiel, dass man die Arbeit nicht nach Zeit berechnet, sondern nach der Leistung. So hat man quasi ein Gleichgewicht zwischen Kunde und das Systemhaus auch. Und was macht dir am meisten Spaß in deinem Beruf? Am meisten Spaß macht mir, dass ich auf jeden Fall mit den Menschen zusammen kommunizieren kann, weil ich brauche den Kontakt von Mensch zu Mensch und natürlich, dass ich den Leuten helfen kann. Das ist mir auch ganz wichtig. Es ist ja, habt ihr ja auch schon im Film gesagt, ein sehr gefragter Job. Kann man fragen, wie viel ihr da so verdient in der Ausbildung? Natürlich. Also ich bin jetzt im ersten Lehrjahr und man verdient in dem Bereich, ja, also es kommt immer auf den Betrieb an, aber so zwischen 700 und 800 Euro ist im ersten Lehrjahr, kriegt man das. Und was ist so dein Traum für die Zukunft? Was willst du mit dem Beruf dann anfangen? Wo willst du hin? Also ich möchte auf jeden Fall erstmal fertig werden, aber danach habe ich mir vorgestellt, man kann natürlich zum Beispiel als Account Manager arbeiten oder man kann sich auch selbstständig machen. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ich drücke dir die Daumen, dass du es erstmal schaffst und dann all deine Träume in Erfüllung gehen. Jetzt kannst du gerne noch ein paar Fragen beantworten, wenn du denn magst. Die Instagram-Adresse ist da unten eingeblendet. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, geht zu Adrian und stellt ihm Fragen. Vielen Dank, Adrian.